Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play Bus-Simulator 2018. Wir schauen uns heute nochmal einen Bus aus dem Steam Workshop an. Und zwar ist das ein SoarCity NB12. Und genau, den sehen wir jetzt hier schon einmal. Das ist dieses gute Gefährt. Und ich habe den heute tatsächlich mal ein bisschen gelb lackiert. Vorne mit genau einer schwarzen Schnauze. Ansonsten interessante Sache ist, das Ganze ist ein Viertürer auf seine Länge. Es hat mich erstmal stark irritiert, aber dem ist hier scheinbar so. Und damit eignet er sich optimal als Shuttle-Bus für unsere heutige Fahrt. Wir machen nämlich so einen kleinen Arbeiter-Shuttle durch die Industrie- und Gewerbegebiete der Stadt. Das ist der Kollege einmal von innen, hier mal ein bisschen Mehrzweckbereiche. Ansonsten, ja, da eine Tür, hier eine Tür, da eine Tür und auch noch eine Tür. Also gefühlt hat der Kollege ein bisschen mehr als 12 Meter, aber gut, ich kann mich ja doch täuschen. So, genau, das ist der Führerstand. Wir haben hier ein genau, VTV-konformes Dashboard und finde ich eine ganz coole Sache. Deswegen machen wir das heute sogar mal mit Drehzahlmesser. So. Jetzt brauchen wir nur noch einen Gang, hätte ich gesagt. Wir können sogar das Fenster hier aufmachen. Das ist fantastisch. So, und wir haben hier wieder eine andere Darstellung des Kassensystems. Okay. Der macht sogar schon Map. Der ist natürlich jetzt kritisch. Ich weiß nicht, ob wir den Rollstuhlfahrer mitbekommen. Ah, doch, Tatsache. Ah, so ein schöner Tag. Ich liebe die Sonne. So, du kannst gerne einsteigen, wenn du möchtest, Kollege. Guck mal. Hallo. Willst du gar nicht mit? Guck mal. Da hat sogar eine Rampe. Wusste ich gar nicht, hätte eine Rampe, hat der Bus. Nicht? Na gut, wer nicht will, der fährt beim nächsten. So. Zum Glück ist bald Sonntag. Ist es das? Okay, eine Aufnahme ist heute Sonntag, aber anderes Thema. So. Okay, das ist interessant. Der Spiegel funktioniert nicht, aber das wird wohl seine Richtigkeit haben. Ist halt eben ein Mod aus dem... Ja, ich hab die... Die mehr kann ich nicht machen. Beethovens Lieblingsfrucht. Ananas. Habe ich schon mal gemeint, dass ich das seltsam finde, dass man, wenn man schon fünf Leute den gleichen Witz hätte, also einsprechen hat lassen, dass man nicht einfach fünf verschiedene Witze hätte einsprechen lassen können. Aber ist jetzt meine persönliche Meinung. Oh, raus hier. Bitte sofort aussteigen. Dann geh mal bitte, das möchte ich jetzt, aber das möchte ich nicht. Mach mal nicht jetzt. Ist egal, ja, na gut, dann halt, was will ich denn machen? So, komm, hopp. Ihr fahrt zum Heute vorn, geh. Hat die so lange brauchen? Ich glaube, das mit diesem, ja, dass mal schnell so ein Industriegebiets-Shuttle machen, das hat irgendwie, das funktioniert so mittelmäßig gut. Gibt's keine Abteilbeleuchtung? Abteilbeleuchtung, Junge. Ist auch so eine Abteilbeleuchtung. So, da ist die Abteilbeleuchtung. Die Abteilbeleuchtung. Gut, aber da bin ich mir schon mal aufgeregt. Ja, Abteil. Als ob die feine Dame hier eigenes Abteil hat. Natürlich hat die feine Dame hier eigenes Abteil im kostenlosen Shuttlebus. Also verkauft man keine Fahrkarten. Das heißt, ich denke mir die tolle Geschichte aus, dass dieser Arbeiter-Shuttle eben kostenlos ist für die Leute. Oh, das ist aber schade, dass sie eingeschlafen sind. Das ist mir relativ wurscht. So. Fantastisch. Dann steigen sie mal wieder ein hier. Nur so aus. Meine Güte, könnt ihr nicht mehr euer Zeug hier irgendwie... Gott, wer hat Sachen die Passagier zurückgeben? Ja, ja, ach, du bist das, ey. Warte mal. Danke. War der... Ist der... Ja, ja, nicht... Nee, stress dich jetzt mal nicht, Kollege. Alles gut. So, SoarCity NB12. Steht da jetzt nochmal drauf. Gut. Ich vermute aber auch mal, dass die Benennung darauf hindeutet, dass das ein 12-Meter-Bus ist, ne? Aber... Boah. Okay, der Sound ist zumindest mal... Hat man das noch nicht gehört hier im... Simulator. Das ist zumindest mein neuer Sound. Das heißt, das ist nicht irgendwo hergeholt. Hier genauso hier wie mit dem Merp, Blinker.
Der erinnert mich so schön an den C2 mit seinem Merp-Blinker. Ach ja, fantastische Sachen. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Wir sind somit aber selbstironisch. Wobei, da kann auch nicht nur selbstironisch gegenüber quasi dem Spiel sein, sondern auch generell so Smalltalk adressieren. Weil der Ding ist ja auch... Ne, der Ding haben ja auch Infos programmiert, also Informatiker, ne? Und die, ich meine, ich darf das sagen. Wenn man selbst in einer Randgruppe ist, darf man auch Witze über diese Randgruppe machen. Der introvertierte Informatiker hält eh nicht so viel von, ich sag mal, Gesprächen nur, um ihnen Stille zu überbrücken. Also mir wäre das wirklich egal. Es gibt auch irgendwie so, für Ewigkeiten mal gemacht, gibt es so komische Fragebögen. So Psychologie-Fragebögen und boah, irgendwo hat man das mal aus Spaß mal irgendwo so einen ausgefüllt und da war tatsächlich so eine Frage, ob man damit klarkommt, also ob man einfach damit klarkommt, dass wenn jemand anders neben einem sitzt, ob man einfach damit klarkommt, dass einfach keiner irgendwas sagt. Und ich denke mir so, warum, also ob man damit nicht klarkommt, das ist mir vollkommen unfassbar egal. Also ich komme super damit klar, dass ich einfach irgendwo sitze und niemand was sagt. Das ist mir vollkommen Wurst. Aber damit habe ich dann später bei der Auswertung gemerkt, bin ich eher zur Minderheit der Menschen. Das ist scheinbar so ein... meine Güte. Ach, guck mal, der hat es sogar noch geschafft. Scheinbar ist das was, was Leuten viel... Also vielen Leuten was ausmacht. Ja, okay. Also, da könnt ihr zum Beispiel nicht neben einem... beispielsweise neben ihnen so einen Bekannten oder sowas im Bus setzen und einfach mal die Klappe halten. Was komme ich unfassbar gut klar. Weißt, das Ding ist ja, also zwei Leute sind ja dann ruhig, wenn mindestens einer keinen Bock auf ein Gespräch hat. So. Oder im Idealfall sogar beide keinen Bock auf ein Gespräch haben. Jetzt, keine Ahnung, Montagmorgens um 5:30 ist oder so. Dann hat er keine Lust auf ein Gespräch. Und dann ist es doch besser sinnlos, nur aus Krampf, weil man das halt so macht, halt irgendwas palavern zu müssen, obwohl da beide keinen Bock drauf haben. Das ergibt halt in meiner Welt relativ wenig Sinn. Aber gut, scheinbar gibt es auch andere Ansichten. Gut, da gibt es sowieso die Leute, Menschen, die einem dann in Bus und Bahn anquatschen und irgendwie absolut nicht merken, dass man absolut gar kein Interesse an einem Gespräch hat. Das ist auch mal ganz lustig. Schönen guten Tag. Das finde ich auch immer echt lustig. Also, das ist aber auch tatsächlich nicht nur, ich wollte immer mal sagen, das ist nicht nur irgendwie typisch, ich sag mal, ältere Leute oder sowas. Das findest du wirklich generationenübergreifend überall. Also, Leute, die einfach irgendwie und dann auch einfach damit klarkommen, dass sie einfach 20 Minuten durchfaseln und der Gegenüber einfach nur da sitzt mit ja, und einfach gar nichts erzählt, während der andere da irgendwie von seiner Frau und seinen Hunden und ach ja, vor drei Jahren unser Urlaub in keine Ahnung und ja, dankeschön, cool, ja, ne? Also, dass man nicht immer zumindest so einen Ansatz, so ein Ding besitzt, schönen guten Tag, wo man halt einfach merkt, dass das absolut niemanden juckt. Okay, sagt der, der in seinen Let's Plays redet und da unten sogar die Rückmeldung bekommt, dass das Schmuh ist, was man hier erzählt. Aber hey, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So. Deswegen, worum es eigentlich ging, ist dieser Kommentar mit dem nur ein sinnloser Kommentar, dieser Dialog, um die Stille zu überbrücken. Da ist halt echt die Frage, meinen die das jetzt aus Entwicklersicht? Also, dass sich die Entwickler halt eben gedacht haben, okay, hier muss ein Dialog hin. Ich glaube, ich setze mich mal eher so hin. So, besser. Die Entwickler gesagt haben, okay, hier muss jetzt ein Dialog hin oder nehmen die damit wirklich auch Menschen und so aufs Korn, die... halt, Plappern des Plapperns wegen. Ja, das ist ein Schlachloch. Ein Schlachsahne. So, da ist ein leckerer Kaffee-Werbung und da sagt mir, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, dass ich mir auch gleich einen Kaffee mache. Ja, das wird eine fantastische Idee. Ja, mei. Dankeschön. So, das ist eine fantastische Kombination. Erst eine Runde aufnehmen und einen Kaffee, wobei man natürlich auch umdrehen kann. So, schönen guten Tag, hallo, steigt nochmal ein hier.
Hallo. Ja. Ja, welche Tastenkombination? Steering Wheel Passenger. Ich weiß auch nicht, was mein Passenger Mirror Button auf dem Steering Wheel ist. Meine Güte. Was erwarten die denn von mir? Ich probiere gerade mal rum. Oh. Ah. Ups. Ja, das war wohl der Knopf zum alle Türen öffnen. Gut, dass ich weiß, dass es sowas gibt. Ich glaube, den habe ich mir echt mal für irgendeinen Bus belegt. Weil ich weiß noch, den letzten Folgen habe ich sonst immer manuell die ganzen anderen Türen zugedrückt, mit denen ich sonst nichts machen konnte. Aber dann habe ich ja scheinbar auf meinem Lenkrad einen Button, mit dem ich einfach so alle Türen öffnen kann. Fantastisch. So, einmal um eine Kurve hier. Was ist nochmal um eine Kurve? Eieiei. Ach, stimmt, war ja dieses Industriegebiet, das war ja recht, ich sag mal, kreuzungsreich. Und es existieren Drempels. Da muss man auch ein bisschen gucken, dass wir hier nicht rumheizen wie der letzte Depp. Ich wollte gerade sagen, da links war doch ein Blitzer, oder? Der sah mir so ein bisschen... Okay, das ist die Alternative zu Drempels. So, dann verwenden wir aber mal den alle Türen öffnen und schließen Button. Schönen guten Tag. F3. Boah, da kann ich mir das ja mega einfach machen. Ja, fantastisch. Okay. Immer erst, wenn ich fertig bin mit den Aufnahmen, merke ich eigentlich, wie einfach ich mir es hätte machen können und wie umständlich ich die ganze Zeit das Spiel bedient habe. Naja, gut. Ja, gibt ja im Endeffekt für alles Tastenkombinationen. Das erstreckt sich jetzt ja nicht nur... Ja, ich weiß, da wollte jemand drüber. Das erstreckt sich jetzt ja nicht nur hier über das Spiel, sondern ja auch über sonstiger Umgang mit Rechnern. Da lässt sich auch extrem viel über Tastenkombinationen und Co. lösen. Macht man aber häufig nicht. Es sei denn, man macht das wirklich oft. Und dann sind die wirklich extrem hilfreich und man ist extrem genervt, wenn das nicht mehr funktioniert oder so. Oder wenn das in einem anderen Programm nicht klappt, wo man erwartet, dass es auch funktionieren müsste. Und ach ja, ich glaube, er kennt vielleicht diese Probleme, das ist ein Schlagloch, keine Ahnung. Diese Probleme-Schlaglochiken, genau. Soweit in der Art wollte ich anmerken. So, da kommen wir auch gut auf Geschwindigkeit hier. Oh. War hier 70? Ja, als ob. Warum hier? Hier ist keine Kreuzung. Als ob hier nicht 80 okay wären, irgendwie. Wenn hier langsamer okay... Ja, Schlagloch. Ja, das F in Jaja steht für Fahrstil oder so, ich weiß. Ja, gut. Fahrt ihr auch mal? Ernsthaft, der Banker ausgezahlt wird's. Okay. Gut, hat sich ja ausgezahlt, eigentlich weghören zu wollen. Das ist ja. So, das Aga-Aga-Zentrum. Hier werden die Alternativen zu. Nein, das heißt einfach Agrarzentrum. Also ziemlich das Gegenteil davon. Ah, werden dann wahrscheinlich Zuckerrüben angebaut oder so. So. Oh, zu schnell. So, einen schönen guten Tag. Hallo, mal einsteigen. Hallo. Das ist so ein schöner Tag. Tralalalala. So. Guck mal, da klappt das. Also mit Tastenkombination, du, ist ja der richtig. Ja, da geht er richtig ab hier. So, gibt es da vielleicht sogar noch eine, um mal kurz seinen Kopf aus dem Fenster zu strecken, wenn der Außenspiegel kaputt ist. Ah, nee, das ist nicht so, dass er nicht funktionieren würde. Das seht ihr falsch. Das ist, der Bus stand halt heute nach dem Industriegebiet und ist Vandalismus ausgesetzt worden. Das ist kein Bug, das hat nicht funktioniert. Das ist ein Feature. So, da war ich wohl langsam genug. Das hat akzeptiert wurde von die Fahrgäste. Fantastisch. So, ich schaue es mal ganz kurz aus hier. Schönen guten Tag, hallo. Da ist schon ein Knuffel im Bus.
Auch wenn er einfach nur aus Türen besteht. Also es gibt Busse, mit denen würde ich jetzt nicht unbedingt fahren wollen, ja, wenn es Winter ist. Nur um die Stille zu überbrücken. Ach, guck mal, schon wieder. Okay, danke für das Thema. Ja, es wird ja unfassbar kalt in so einem Bus. Weißt du, es gibt halt Busse, 15 Meter Wagen, da bauen sie zwei Türen ein, ne? So wollte ich schon mal gesagt haben. Auf, weiß ich nicht, mehr Bus, weniger als die Hälfte der Türen. Das heißt, du hast weniger als 50% der Türen im Vergleich zu hier. Ja, ist halt schon krass. Oder halt so ein A40 mit seinen knapp 19 Metern rum und drei Türen. Also dagegen ist das Ding hier halt echt... Ich hab Stefan schon ewig nicht gesehen. Doch, Stefan, willst du rüber? Dann lass ich schon mal rüber hier. Auch noch rüber. Ah, komm. Haben wir Zeit hier. Guck mal, Junge, die blockieren sich da eh auch noch gegenseitig. So. Jetzt aber. Da würde ich jetzt dann vorbeikommen, ne? Die Möglichkeit hätte ich nutzen können, weil die ja noch gewartet haben wegen dem Auto. Aber ich wollte hier nochmal gucken. Warum fährt denn der eigentlich nicht? Ist da ein Fußgänger? Das will jetzt einer, aber vorher weiß ich nicht. So, ich beeil mir mal. So, zack, schön eine Kurve hier. Beschwert sich ja keiner. Ich keine Ahnung, wo uns die Linie hinführt, ne? Jetzt bald da sind, ich glaube aber. Ach, Kollege. Achso, ja gut, wir haben zwar keine Vorfahrt, aber man kann sie ja trotzdem mal beschweren. Ach gut, dass ich die Linie Arbeiter-Shuttle getauft habe. Fantastisch. Ich bin sehr stolz auf mich. So, irgendwie kommen ja die Sounds aus dem Omsi bekannt. Vor gut könnte natürlich auch sein, dass das... wenn es halt die gleiche Quelle ist, also Quelle im Sinne von, ist er selbe Bus, der für Soundaufnahmen zur Verfügung gestanden ist, dann natürlich ja, aber das kann man vorstellen, dass das aus Omsi, ja gut, das ist halt dieses offene System in Omsi, wo du einfach an alle Files auch genauso rankommst. Also keine Ahnung, ob das jetzt davon welche sind oder ob das eigene sind, ist schon da keine Ahnung. Ich glaube, das ist das Ende hier. Aperture Science Enrichment Center hier. Das Center. So, einmal ab in der Kurve hier. Aber es fehlt dieser Auftakt. Plöpp. Na gut. So, alle aussteigen. Tschüssi. Ne, ihr da, so. Genau, soweit, so gut. Das ist es gewesen. Mit der heutigen Folge, ehrlich gesagt. Da können wir mal ein bisschen von oben hier irgendwie angucken. Schönes Ding auch. Ach, Müll. Stinkender, nutzloser Müll. Oh, da ist nichts. Da ist auch eine Tür. Dass er nicht einfach rausfliegt mit den 100 Türen hier. Okay. Bleibt mir fürs Einschalten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.